Blood West ist ein sehr gutes Spiel. Das meine nicht nur ich, sondern das meinen auch 91% der mehr als 2600 Rezensenten auf Steam. Diese Zustimmung hatte der spielgewordene B-Movie-Western im Stealth-Shooter-Gewand teilweise schon während der Early-Access-Phase angesammelt. Ende 2023 kam dann die Version 1.0 raus. Doch wenn man sich Blood West nur flüchtig anschaut, kann man sich schon wundern. Die Grafik sieht aus wie vor 25 Jahren. Der Shooter ist dunkel, bockschwer und bietet kaum Orientierungspunkte für eine gescheite Spielerführung. Was soll daran so toll sein? Naja, eine ganze Menge, wie sich beim Spielen herausstellt. Denn Blood West ist eine wahre Perle für Shooter-Fans. Lasst euch dabei von der Retro-Optik nicht täuschen, denn hier erwartet euch ein abgefahrenes, knallhartes und atmosphärisch erstklassiges Western-Horror-Erlebnis. Und das kann auch Genre-Fans gefallen, die sonst einen großen Bogen um Retro-Shooter machen. Ich habe mich in den letzten Tagen jedenfalls mit großer Freude durch die Wild West Sandbox gehackt. Disgusting. Geschossen. Reduced to ashes. Gesprengt. Destroyed. Und geflucht. Damn it. Warum ich von Blood West gar nicht genug bekommen kann und warum ich mir mehr solcher Spiele wünsche, erzähle ich euch jetzt im Video. Dieses Video wird euch präsentiert von Be Quiet. Wer einen starken Prozessor nutzt, braucht einen ebenso mächtigen Prozessor-Kühler. Und hier kommt der Dark Rock Pro 5 von Be Quiet ins Spiel. Dieses mit schwarzen Keramikplatten beschichtete Kühlmodul ist kompatibel mit Flüssigmetall-Wärmeleitpaste und bietet 7 Hochleistungs-Heatpipes für eine hohe Kühlleistung. Die zwei geräuscharmen Sided Wings PMW-Lüfter sorgen für einen optimierten Luftstrom und der Frontlüfter mit trichterförmigem Auslass hilft bei der passenden Luftverteilung im Gehäuse. Um die Lautstärke des Lüfters anzupassen, bietet der Dark Rock Pro 5 einen Speed Switch. Damit wechselt ihr jederzeit zwischen dem Quiet-Modus für geräuschgedämpften Betrieb und dem Performance-Modus für mehr Leistung. Den Dark Rock Pro 5 und andere Produkte von Be Quiet gibt's über den Link in der Videobeschreibung. This land is cursed. An der grundsätzlichen Prämisse hat sich seit den ersten Tagen des Early Access nichts geändert. Aber worum geht's denn überhaupt? Im Wilden Westen ist die Hölle los. Also wortwörtlich, denn Gier und Verderbnis des weißen Mannes haben das Land der amerikanischen Ureinwohner verflucht. Tote stehen wieder auf, abscheuliche Monster durchstreifen verlassene und verfallene Orte. Tief unter der Erde, in den entlegensten Ecken der Welt, lauert das unsagbar Böse. So erzählt es Blood West in einem schlichten, aber auch unheimlich stilvollen Intro. Am Ende der Sequenz wird klar, dass meine Spielfigur der arme Kerl ist, der hier von dem Schamanen zur nicht ganz so letzten Ruhe gebettet wird. Mein Cowboy öffnet seine Augen und wenig später ziehe ich als Untoter gegen die anderen Untoten ins Feld. Find peace in the spirit world. Bereits in den ersten Minuten wird klar, wo die Reise von Blood West hingeht. Die Sprecher strotzen nur so vor Persönlichkeit und machen die maue optische Präsentation mehr als wett. Wobei, so schlimm ist die Grafik gar nicht. Na klar dürft ihr hier keine krassen Effekte oder optischen Spielereien erwarten und ich verstehe es auch, wenn Blood West hier beim Zuschauen vielleicht abschreckend wirkt. Aber, und bitte glaubt mir das jetzt einfach, sobald das Spiel beginnt, tritt das alles schnell in den Hintergrund. Dann dominieren Gefühle von Spannung, Angst und Nervenkitzel. Aber auch Neugier, Sammelwut und Charakterentwicklung gehören zu den ungemein effizienten Triebfedern von Blood West. Bevor ich darauf genauer eingehe, will ich aber nochmal zur Grafik zurückkommen. Ich sage ja, dass die Retro-Optik für mich überhaupt kein Negativpunkt ist. Im Gegenteil, ich finde Blood West auch wegen der Optik total spannend und atmosphärisch. Vielleicht hilft es euch zur Einordnung aber, wo ich in Sachen Grafik herkomme. Einer meiner ersten Shooter war Outlaws von LucasArts aus dem Jahr 1997. Kennt das noch jemand von euch? In der Rolle von Ex-Marshal James Anderson führte ich seinerzeit einen blutigen Rachefeldzug durch den Wilden Westen. Blood West dockt bei mir genau da wieder an und weckt wohlige Erinnerungen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ein Freund von stilistischen Konzepten, wie beispielsweise bei Call of Juarez Gunslinger. Was das angeht, ist Blood West eine komplett runde Erfahrung. Das Spiel hat Seele, Persönlichkeit, Charakter, ganz egal wie ihr es nennen wollt. Sowas steht bei mir immer sehr hoch im Kurs. Und wenn ich merke, dass ein Spiel rund ist, ist mir im Grunde auch egal, wie es aussieht. Geht es euch da auch so? Aber zurück zum Spiel. Nach dem Intro erwache ich auf heiligem Boden der Ureinwohner und suche einen Weg durch die stockdunkle Nacht. In Blood West ist immer Nacht. Das ist zum einen natürlich der Technik geschuldet, so umgehen die Entwickler das Problem mit der Weitsicht. Zum anderen ist die Welt im Dunkeln einfach noch bedrohlicher und atmosphärischer. Nach den ersten paar Schritten stoße ich auf ein Lager. Hier kann ich mich im Bett ausruhen und Lebenspunkte regenerieren, mit dem Schamanen handeln und mit dem absolut vertrauenswürdigen Knochentotem hier reden. Since you are here, let us explain what is needed of you.
Die Geister der Ahnen haben mich nämlich nicht ohne Grund zurückgeholt. Ich soll den Fluch der Untoten läutern und das Böse aus dem Land vertreiben. Dafür muss ich die Sandbox-artige Open World erkunden und verfluchtes Gold zum Totem zurückbringen. Bei der Wahl meines nächsten Ziels bin ich total frei. Wo ich hingehe, entscheide ich. Klingt einfach, ist es aber bei weitem nicht. Denn ich habe zunächst keine Ahnung, wo ich hin muss. Außerdem bin ich zwar ein Untoter, verglichen mit dem Stammpersonal der Hölle stehe ich aber erstmal am unteren Ende der Nahrungskette. Denn ein alles wegbratzender Gunslinger mit Badass-Ausstrahlung, lockerem Colt und coolen Sprüchen bin ich noch lange nicht. Weil ich aber genau das werden will, renne ich der Motivationskarotte brav hinterher. Und naja, die coolen Sprüche hat mein Anti-Held sogar schon drauf. Don't come back. Apropos Sprechen. Dass Blood West mit seiner bewusst gewählten Retro-Optik etwas altbacken aussieht und technisch nicht auf der Höhe der Zeit wirkt, mag für die Grafik gelten. Allerdings ist der Sound absolut erstklassig und braucht sich auch vor modernen Meisterwerken wie Hunt Showdown nicht zu verstecken. Ich sagte ja schon, dass die Sprecher nur so vor Persönlichkeit strotzen, aber hört doch nochmal hin. Hier der verdammt coole Knochentotem. Oh, it worked. It worked. And he is even in one piece. Oder der Schamane aus dem Intro. Light still flickers within you, stranger. Und weil es so toll war, nochmal ein paar Sprüche meines Cowboys. And sure, maybe a bone sticks out here and there. But those are the details. Long story short, we're screwed. Falls ihr euch jetzt denkt, Moment mal, die Stimme kenne ich doch irgendwoher, dann liegt ihr richtig. Als untoter Cowboy ist Stephen Russell zu hören, der bereits Meister Deep Garrett in den Thief-Spielen vertonte. Aber auch in System Shock 2, der Fallout-Serie und Starfield ist die markante Stimme des Branchen-Urgesteins zu hören. I am thrilled to be part of it. Das tolle Sounddesign hört aber nicht bei den Sprechern auf. Wenn ich durch verlassene Minen, dunkle Schluchten und ausladende Geisterstädte gehe, achte ich auf jedes noch so kleine Geräusch. Denn hinter jeder Ecke oder in jeder pixeligen Nische kann so ein Herzblatt wie das hier stehen und mir plötzlich in den Kopf beißen. Mit der Zeit erkenne ich meine Pappenheimer am Geräusch, was mir ein bisschen Sicherheit gibt. Höre ich aber plötzlich fremde Geräusche wie den Singsang dieser, Schrotflintendame hier, steigt meine innere Anspannung auf kurz vor Durchfall. Doesn't hurt now. Die Musik steht all dem in nichts nach. Wenn es still ist, bin ich total angespannt. Wenn die Musik erklingt, ist es aber auch nicht besser. In Situationen wie hier passiert zwar gerade nichts, allerdings baut die musikalische Untermalung eine immer größer werdende Spannung auf. Und wenn dann ab und an doch ein cooles Gitarrenriff die Szenerie zerschlägt, würde ich glatt grinsen. Aber ich bin ein obercooler und toter Cowboy. Und die grinsen nicht. Aber wie spielt sich der Horror-Shooter Blood West denn nun konkret? Naja, wie Thief. Und wie Stalker. Und auch ein bisschen wie Dark Souls. Moment, was? Genau, richtig gehört. Wer jetzt ein simples Pixel-Schlachthaus erwartet, liegt falsch. Blood West bietet weit mehr als das. Zum Beispiel eine simple, aber verdammt tolle Schleichmechanik. Die sollte ich auch nutzen, denn die Gegner in Blood West sind weit mehr als nur hässliche Statisten und Kugelmagneten. Auch einzelne Feinde können mir problemlos die Lichter auspusten. Und wie sich das gehört, tritt das Höllengesocks meist in Gruppen auf. Also achte ich darauf, dass die Viecher mich nicht hören und sehen. Für beides gibt es Anzeigen am unteren Bildrand. Gerade in den ersten Stunden von Blood West verfolge ich gebannt die Patrouillenrouten und sobald ein Widersacher etwas isoliert steht, schlage ich zu. Oder hacke drauf. Denn bei den Nahkampfwaffen haben es mir die verschiedenen Äxte besonders angetan. In kniffligen Situationen werfe ich Steine zur Ablenkung, um einzelne Gegner wegzulocken. Wenn ich entdeckt werde, wird es direkt eng. Dann nehme ich am besten meine Beine in die Hand, flüchte und verstecke mich erneut. Das klappt ganz gut und hat außerdem den Vorteil, dass ich dem Gegner anschließend in den Rücken fallen kann. Mit der Axt, natürlich. Die KI ist dabei verhältnismäßig doof. Damit der Feind den Sichtkontakt zu mir verliert, reicht es, wenn ein paar Pixel seine Augen verdecken. Trotzdem sind verfolgende Feinde gerade auf offenem Gelände angenehm hartnäckig. Die direkte Konfrontation sollte ich zu Beginn noch meiden. Zum einen, weil Munition absolut Mangelware ist und ich bestenfalls nur schrottreife Schießeisen finde. Zum anderen, weil ich eben noch nichts aushalte.
Um das zu ändern, sammle ich bessere Ausrüstung und werte meinen Charakter auf. In Blood West gibt es nämlich auch ein rudimentäres Rollenspielsystem mit Levelaufstiegen, Perks, Loot, Inventarmanagement und Ausrüstungsspezifikation. Beute plündere ich aus Kisten oder nehme sie besiegten Gegnern ab. Was ich nicht brauche, verkaufe ich bei Händlern in den einzelnen Lagern. Das Geld investiere ich dann in bessere Äxte, Revolver und Gewehre. Mit der Zeit wächst mein Arsenal weiter. Talismane geben mir Boni auf Nachladezeit oder Beutefund, Dynamitstangen und Molotow-Cocktails habe ich für Notfälle dabei und je nach Gegner wechsle ich zur Brand-, Gold- oder Silbermunition. Nach ein paar Stufenaufstiegen habe ich mich außerdem bereits im Skilltree ausgetobt. Ich lade schneller nach, bekomme pro Gegner mehr Erfahrung und verbrauche weniger Ausdauer pro Axthieb. Gerade in den ersten ca. 6 Stunden hat mich Blood West ein ums andere Mal mit seiner Komplexität überrascht. So einen wilden Genre-Mix hatte ich absolut nicht erwartet. Dass ich meine Charakterwerte temporär mit Alkohol und Zigarren aufwerten kann, habe ich dabei noch gar nicht erwähnt. Aber Moment, habe ich nicht gerade noch etwas von Dark Souls gesagt? Ja, richtig. Wenn ich in Blood West sterbe, stehe ich am zuletzt benutzten Lagerfeuer wieder auf. Ausrüstung und Erfahrungspunkte bleiben erhalten. Die Gegner sind aber auch wieder da, aber eben nicht alle. Welche Widersacher erneut auf mich lauern, ist bei jedem Tod zufällig. So bleibe ich auch auf bekannten Wegen immer vorsichtig. Übrigens, wer sich wie ich am Anfang hochgrinden will, kommt nicht weit. Jeder Standardgegner gibt beim ersten Sieg etwa 100 Erfahrungspunkte. Bei jedem weiteren nur noch 10. Das ist eine charmante Lösung. Ich jedenfalls sah mich trotz anfänglicher Chancenlosigkeit motiviert, direkt tief ins Feindesland zu ziehen. Blood West gibt es für 25€ bei Steam, GOG oder im Humble Store. Es ist ein reines Singleplayer-Spiel und bietet aktuell 3 Episoden. Jede Episode ist eine große Sandbox-Karte mit jeweils individuellem Setting. Neben den Canyons vom Anfang gibt es noch eine Sumpf- und eine Bergregion. Wer nur auf die Missionsziele aus ist, hat das Spiel wahrscheinlich recht schnell durch. Das Aufgabenspektrum ist dabei überschaubar. Meist muss ich in den 3 Regionen vor allem die erwähnten verfluchten Artefakte suchen und treffe dabei auf viele starke Gegner. Oder ich soll NPCs wie dem Händler im Lager einen wertvollen Gegenstand bringen und treffe dabei auf starke Gegner. Need to stop hoarding. Oder die Schrotflintenbraut Annabelle hier schickt mich los, um einen Priester zu finden. Ihr könnt es euch denken, ich treffe dabei auf starke Gegner. Well, what are you waiting for? Obwohl das einfallslos und nach wenig Abwechslung klingt, lädt Blood West zum Verweilen ein. Ich habe mir jedenfalls Zeit gelassen, um wirklich jeden Winkel der Welt zu erkunden. Mehr als 10 Stunden habe ich mich auf jeder der 3 Karten herumgetrieben und dabei fast jede Sekunde genossen. Warum aber nur fast jede Sekunde? Naja, am Anfang habe ich ganz schön geschwitzt, weil mir das Spiel einiges abverlangt hat. Als ich den Dreh dann aber raus hatte, kam ich gar nicht mehr los davon. Das Inventarmanagement und das Looten von Gegnern ist an sich zwar cool, allerdings kann das mitunter sehr kleinteilig und fummelig werden. Wenn ich, wie hier, einen Gegenstand aus der Umgebung auf der linken Seite in mein Inventar auf der rechten Seite nehmen will, geht das zwar per Doppelklick, aber nur wenn die Slots genau passen. Hier muss ich den Gegenstand nehmen und per Maustaste manuell drehen, weil das Spiel nach 2 vertikal angeordneten Feldern im Inventar sucht. Ich habe aber nur noch 2 Felder nebeneinander Platz. Diese Mechanik wirkt wirklich wie direkt aus den 90ern und das hätte nicht sein müssen. Dasselbe gilt für den Waffenwechsel. Es gibt einen Slot für eine größere Primärwaffe wie Flinten und Äxte. Messer und Pistolen können im zweiten Slot ausgerüstet werden. Um Munition zu sparen, ziehe ich immer mit der Axt als Primärwaffe los. Den Colt habe ich für alle Eventualitäten dabei. Stolpere ich aber über starke Gegner, wie die erwähnten Schrotflintendamen oder die gruseligen Wendigos, ist die Axt im besten Fall ein Buttermesser. Um zur Flinte zu wechseln, muss ich nun das Inventar öffnen, die Flinte wählen, in den Slot der Axt ziehen, die Axt ablegen und das Inventar schließen. Hier wären Presets wohl besser gewesen. Ich muss ja nicht unbedingt per Knopfdruck gleich durch alle Waffen wechseln können, aber ein paar Klicks weniger wären schon nett. Immerhin, wenn man wie ich sehr vorsichtig und langsam vorgeht, ist man eigentlich immer Herr der Lage. Und man weiß, was im Dunkeln lauert. Warum? Na, wegen des großartigen Sounddesigns. Trotzdem, solche Kleinigkeiten wie bei der Inventarsteuerung stören immer mal wieder, sind aber auch nicht wirklich nervig. Objektiv betrachtet ist es außerdem schade, dass herumliegende Gegenstände, Ketten, Bretter und Co. keine verräterischen Geräusche machen oder sich durch Schritte meiner Figur bewegen. Andererseits war ich in vielen brenzligen Situationen dann doch sehr dankbar, dass die direkt vor mir umherschnüffelnden Monster nicht durch ein Klappern oder Knarzen auf mich aufmerksam wurden. Dass mir ein Spiel wie Blood West fehlt, war mir vorher gar nicht klar. Für diesen Test habe ich das Spiel komplett blind gespielt und war bereits nach kurzer Zeit überwältigt. In einem Cowboy-Setting spiele ich einen Untoten auf Monsterjagd in unterschiedlichen Sandbox-Gebieten, levele meinen Charakter auf, sammle Loot und erfülle Quests.
Das alles ohne viel Schnickschnack mit erstklassigem Worldbuilding und einem unverwechselbaren Stil. Wer sich auch nur ein bisschen für besondere Shooter, düstere Settings und taktisches Gameplay interessiert, sollte Blood West eine Chance geben. Alle anderen holt der Vogelmann. All my bones rattle with anticipation.